Peace, Freunde, was geht? Und herzlich willkommen in Miami. Ich würde sagen, eine der berühmtesten Städte der gesamten Welt. So, es gibt niemanden, der nicht schon mal was von Miami gehört hat. Sei es durch Filme, Musik, Kunst. Und durch seine Nähe an den lateinamerikanischen Raum hat dieser Ort einfach mittelamerikanische Einflüsse wie nirgendwo sonst. Und diese Einflüsse werden wir euch heute natürlich kulinarisch vorstellen. Und eine Reise durch gefühlt ganz Lateinamerika machen, die wir beginnen werden in Mexiko. Mit einfach den saftigsten Tacos, die ich außerhalb Mexikos je probieren durfte. Woraufhin wir nach Little Havana fahren werden. Weil Kuba bzw. die Kubanerinnen und Kubaner sind hier in Miami auf jeden Fall am stärksten vertreten. Wo wir David von David's Spin hier treffen. Guten Morgen! Ein Foodblogger hier aus Miami, der uns hinter die Kulissen des berühmtesten kubanischen Restaurants der gesamten Welt nimmt. Wo wir einfach ein meterlanges Cuban Sandwich zubereiten und natürlich auch probieren. Und zuletzt fahren wir dann nach Venezuela. Und ich habe persönlich noch nie venezuelisches Essen probiert, deswegen heute kommt was sehr Spezielles. Kommt mit auf eine Reise durch Lateinamerika in Miami. Viel Spaß! Willkommen in Wynwood. Was für ein Bezirk einfach. Jede Wand ist einfach bemalt, aber nicht irgendwie bemalt, sondern einfach, du musst hingucken. Die Farben, die Kunstwerke, gesprayt, bemalt. Des Weiteren findet ihr hier coole Shops, speziell für Kleidung und Schuhe. Aber auch alles andere, was einfach mit Kunst und Lifestyle zu tun hat. Crazy. Der ist es einfach, oder? Übel nice. Der ist einfach wirklich. Und genau von solchen Shops findet ihr hier einfach einen nach dem anderen. Aber natürlich gibt es auch gute Restaurants hier. Und für unser Frühstück finden wir uns ein bei einer Taqueria mit dem Namen Coyo. Und ich muss euch sagen, ich hatte schon lange keine guten Tacos mehr. Und jetzt, wo wir wieder in den USA sind, wird Zeit. Ey, und was für ein Laden. So riesig, so eine hohe Decke. Und diese Küche am Ende des Raumes einfach einen Blick von. So. 5 bis 6 Personen arbeiten nebeneinander. Es werden einfach frische Tortillas zubereitet. Man kann den Maismehlteig sehen und einfach eine Tortilla nach der anderen kommt auf die Herdplatte. Ich kann Chicken sehen, ich kann Beef sehen, ich kann Tortas sehen, ich kann Burritos sehen, ich kann Quesadillas sehen. Geht auf jeden Fall rund hier. Then, what is the best torta? I suggest you the Milanesa, Pollo Milanesa. That's my is fried chicken. Okay, then we take this one. Okay, all right. Thank you. Please. Und schaut mal, hier habt ihr sogar Salsas und andere Toppings wie in Mexiko. Salsa Verde, Salsa Rojo kann ich sehen. Und Soßen, die ich nicht weiß, was sie sind, aber auf jeden Fall lecker aussehen. Und das Beste ist, es gibt einen versteckten Club, / Bar. Der in der Nacht offen hat. Thank you. Auch auf jeden Fall gut zu wissen, wenn man nach seinem Taco-Abendessen auch noch ein paar Drinks nehmen möchte oder ein bisschen feiern möchte. Und ich meine, dass das Restaurant gut besucht ist, merkt ihr ja selbst, es ist gute Stimmung, es ist stylisch, es macht Spaß hier zu sein. Und ich glaube auch ein Restaurant, das Wynwood selbst gut repräsentiert. Salsa Verde, Salsa Rojo und Salsa Negro. Warum lachen wir? Ein Schluck, fruchtig, säuerlich, kühle Limonade, bevor wir uns unserem Frühstück mexikanischen Festmahl widmen einfach. Guck mal diesen Ball dort an. So eingepackt, kompakt. Ich bin mir sicher, da wird wortwörtlich eine Bombe rauskommen. So, bevor wir dazu kommen, die Sibiria-Tacos. Schaut mal, so schön karamellisierte Tortillas an der Seite. Die wurden so schön auf dem Grill angebrutzelt, vollgesaugt mit diesem Fett. So leicht rötlich, braun an den Ecken. Und da sieht nichts trocken aus an diesen Tacos. Frische, knusprige Tortilla-Chips, die einfach die perfekte Schaufel bilden für unsere Guacamole. Eieiei, wir sind zurück in Mexiko, Leute. Allein die Guacamole reicht mir schon, um zu sagen, dass das jetzt gleich so lecker werden wird. Diese Säure, die da schon wieder so, und die Frische und Salzigkeit, die da schon wieder zusammentrifft, einfach. Mexiko ist einfach immer eine Geschmacksexplosion. Langsam, bis zu maximaler Zartheit gekochtes Fleisch.
einfach gerupft, gezupft, gehackt, zusammen mit weißen Zwiebeln, etwas Koriander und diesem cremig-schmelzigen Oaxaca-Cheese in eine Tortilla gepackt und gebacken und auf unseren Teller serviert. Die Leute, die mein Birria-Rezept schon mal gesehen haben, die wissen, was Sache ist und ich würde sagen, hauen wir rein. Nichts geht ohne Limette in Mexiko. Und nebendran habt ihr die Consomme. Das ist, was übrig bleibt, nachdem das Fleisch gekocht wurde. Diese Brühe, diese Suppe, nochmal. Und die kannst du entweder als Suppe wirklich trinken, so mit Koriander und Zwiebeln drin. Oder du dippst diesen ohnehin schon übertrieben saftigen Taco da rein. Einfach die maximale Juiciness. Bye bye. Bye bye. Ey, die sind so saftig. Das Fleisch ist so zart. Es klebt alles so schön zusammen. Es ist so eine schöne Würzigkeit, so ein leichter Geschmack von Zimt. Und einfach, du merkst, dass da Fleisch mindestens 5 Stunden gekocht wurde. Dass sich so eine Geschmacksexplosion entwickelt, so, das kostet Zeit und die schmeckst du auch da drin. Das ist so ein schöner, einfach ein schöner Kick, wie ich so gern sage. Und mit dieser Salsa Verde setzen wir dem Ganzen jetzt noch die Krone auf. Mmh. Was für ein Frühstück, ich freue mich wortwörtlich. Junge, habe ich das vermisst. Und nochmal rein einfach. Eieieiei. Sowas gibt es nur in Deutschland. Eieiei, was geht ab? Ich kann jetzt schon mal vorausnehmen, dass wir nächste Woche nach L.A. fliegen werden. Dort wird es weitergehen. Und ich kann euch sagen, das ist der Anfang. Weil in L.A. gibt es einfach Tacos und mexikanisches Essen wieder auf einem ganz anderen Level. Eieiei. Es sieht aus wie Zauberei. Bei mir geht nichts ohne Schärfe. Das ist eine Habanero-Soße aus Chile. Packen wir einen kleinen Dip, wenn da was rauskommt. Dann natürlich ein bisschen Limette. Boah. Willkommen zurück in Mexiko, Freunde. Das wird genau sein Shit, das weiß ich ganz genau. Komplette Übernahme. Ungeschlagen. Alter, das ist wirklich wie Mexiko. Wow. Juicy, 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 Alter. Kommen wir zum Finale. Die Torta. Die, die wir in Mexiko hatten, sah auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Aber dieser Ball einfach, was für eine Kugel. Boah. Fried Chicken Torta. Was geht ab? Eieiei. Was sagt ihr? Avocado. Wir haben Tomaten, Zwiebeln. Ich glaube auch Habanero-Chili. Unten diese schwarze Bohnenpaste, das frittierte Hühnchen. Du weißt einfach, dass es eine Geschmacksexplosion gleich werden wird. Und dann dieses Torta-Brot. Ich glaube, Torta ist der Begriff für das Brot. Dieses Restaurant wurde uns empfohlen von unserem Airbnb-Vermieter. Kuss geht raus an unseren Airbnb-Vermieter. Ich glaube, er heißt Nelson. Was ein Laden. Halt dir das andere eigentlich in der Hand. Bevor ich dazu was sage, muss ich erst noch dreimal reinbeißen. Da ist einfach ein Schnitzel drauf. Das ist die Schnitzeltorta. Bro, diese Konsistenzen, diese Geschmäcker, sauer, süß, scharf. Was geht ab? Du hast dieses fleischige Schnitzel, zart und so einen schönen Biss. Drunter diese cremige Bohnenmasse, schwarze Bohnenpaste, die so
schön Kohlenhydrate nochmal extra reinbringt, aufgefangen von diesem weichen, aber trotzdem außen leicht knusprigen Brot, das nochmal angetoastet wurde und du merkst einfach diese Toastaromen. Die Avocado, die noch so eine Frische mit, zusammen mit dem Salat reinbringt, einfach, und du beißt durch jede Schicht durch und denkst dir, was geht, es kommt jedes Mal noch was Neues dazu. Crazy. Und dann Fleisch wurde auf jeden Fall auch nicht gespart, da sind einfach zwei Schnitzellagen drin. What the f***, ich brauch noch mehr von dieser Soße. Ganz, ganz dicker Kuss geht raus an Mexiko. Sprachlos. Einfach sprachlos. So viel Mexiko habe ich noch nie gemerkt, außerhalb Mexiko. Dann freu dich auf LA. Und auch einfach was in der Location. Hier so inmitten von Wynwood. Egal wo du hinschaust, es gibt was zu sehen, sei es die Bemalung, die Graffitis an den Wänden, die Fahrzeuge, die vorbeifahren, die Menschen, die rein und rauskommen. Genial. Du kannst nicht aufhören. Geht nicht. Geht einfach. Ei, so kann eine Foodtour anfangen, was sagt ihr Leute? Ganz, ganz, ganz starker Start. Und jetzt geht's weiter, Leute. Wir fahren nach Little Havana. So, das Frühstück ist mal verdaut und jetzt kommen wir zum wahrscheinlich wichtigsten und interessantesten Teil des Videos. Wir fahren nach Little Havana und dort werden wir David treffen von David Spin hier. Man kann sagen, ein internationaler Foodblogger, der hier in Miami lebt und der wird uns mitnehmen zu dem wahrscheinlich berühmtesten kubanischen Restaurant in ganz Miami. Und uns einen schönen Einblick in die kubanische Küche, das Essen, die Zubereitung, inklusive dem weltberühmten Cuban Sandwich geben. Hi. Ja, herzlich willkommen in Little Havana, Leute. Der kubanischste Ort der Welt, ohne in Kuba zu sein. Und wie es auf Wikipedia steht, das pulsierende kubanische Herz von Miami. Und ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich freue mich auch krass, weil ich hatte noch nie irgendwas mit kubanischer Küche zu tun, nicht mal annähernd. Dementsprechend können wir uns jetzt freuen auf komplett neue Geschmäcker, komplett neue Speisen, komplett neue Zubereitungen und herzlich willkommen bei Versailles, the world's most famous Cuban restaurant. Was für ein Laden, ja. Palast, einfach. Schau mal an, Verzierungen, Flaggen. Ja, ich würde sagen, wortwörtlich einfach ein Schloss. So. Das kubanische Schloss inmitten von Miami, bestehend aus einem Restaurantteil und einem Café-Teil, die wir uns natürlich beide ansehen werden. Wir werden auch einen kleinen Einblick in die Küche bekommen, wie das Cuban Sandwich zubereitet wird. Deswegen macht euch gefasst auf ein kubanisches Festmahl. How's everything? Everything good, how are you? What's up, man? David. FC Bayern, huh? Pleasure. Lucas. Yeah, nice, yeah. Randy, nice to meet you. Everything good? Are you wearing this, huh? Yeah. I wore this because it's German, you know? Nice. That was good. What's up, guys? Herzlich willkommen, David. Guten Morgen! From David Spin here. How are you guys doing? Pleasure to meet you. Pleasure Thank to meet you too. For, we appreciate the help. No problem, no problem. Und jetzt gehen wir zusammen in, how do you say, Versailles? Versailles. Versailles. Yeah. Jetzt gehen wir in Versailles, starten mit kubanischem Kaffee und ein paar Snacks, Croqueta und seid gespannt. There's always TV crews here, by the way. Always. Crazy, man. Always, always. It's, yeah. It's a castle, bro. I mean, this is the most famous Cuban restaurant in the world. I mean, this is what this has been here, I don't know, since the 70s, my understanding. It says it right there, most famous. Wir stehen jetzt direkt vor dem Café-Teil des Restaurants. Ein kleines Fenster raus auf die Straße, wo man sich kubanischen Kaffee bestellen kann und kleine Snacks wie Empanadas oder Croquetas. Auf geht's zu unserem zweiten, diesmal kubanischen Frühstück, bevor wir dann zum Highlight des Tages kommen, dem kubanischen Sandwich. It's like basic Cuban street food, right? So here you have a mix. You have like empanadas, you have croquetas, you have pasteles, so that's got pastel de guayaba. They also have guayaba and cheese. And then in terms of... Sieht auf jeden Fall genial aus. Die Gebäcke sind so schön, glänzend, golden, knusprig, frittiert, warm. So, es gibt alle verschiedenen Formen und Farben. Wunderschön.
Und schon stehen wir auf der anderen Seite des Fensters. Und man muss sagen, die Kolleginnen arbeiten auf jeden Fall mit gutem System, sehr viel Ruhe und auch insgesamt eine sehr schöne Atmosphäre hier von der anderen Seite. Ja, wollen wir bessern? Und die Zubereitungsmethode des kubanischen Kaffees ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich zumindest habe es noch nie so gesehen, bei der Zucker schon direkt in ein Tässchen kommt, das dann unter die Kaffeemaschine gestellt wird. Und beim Reinfließen des Kaffees in die Tasse wird der Zucker und der Kaffee vermengt und anschließend dann in die Tasse gegeben, aus der du dann letztlich auch trinkst. Okay, so we got everything there. Das kubanische Frühstück ist serviert, sag ich mal. Wir haben alle vier wichtigen Kaffeesorten vor uns stehen. Der erste, der große, mit diesem Schaum heißt... Café con leche, so that's coffee with milk. Café con leche. Café con leche. Danach kommt... That is a cortadito, so a, like a court, like a short, basically, a short. Und dann, next one? The next one's colada. Colada, and the last one, the espresso? Just a regular, like, cafecitos espresso, okay. Basically. Let's go. So the colada is meant to be shared, okay guys? So we have a bunch of little cups, right? So usually people get this on the go and they'll go to work with it, and at work everybody shares the coffee. Nice. You know, just, you know, little sips here and there. So you just go like this, say that for you. Yeah, you're not really supposed to drink the whole thing like straight. I do. A lot of sugar here. Let's try it. Oh, it's already mixed with sugar, right? It's already mixed with sugar. You can ask them for no sugar, but cheers. It wouldn't be as good. Mmm. Sehr süß. It's very good. Sweet. Very sweet, right? Very good, yes. Es schmeckt zwar sehr süß, aber trotzdem kommt noch so diese Kaffee-Bitterness noch so durch. Du merkst noch, dass es Kaffee ist. Es ist jetzt nicht komplett übertönt. Es ist so extrem süß, aber trotzdem extrem Kaffee gleichzeitig. Das Glas ist grün. Yes, yes. So this is pretty good. This is a cortadito. This is a little lighter, right? So imagine having this, but with a little more milk. All right. This has no milk, that has some milk. Der kubanische Espresso Macchiato. It's good, man. It's good. Yeah. So schön schaumig, so schön süß und trotzdem noch schön Kaffee. Damit startest du gut in deinen Tag. So. Here we have some of the Cuban street food, right? So there's basically, these are the four main, or the three main ones, but then this croquette is a little different. This is cod, so bacalao, codfish. Ah, yeah? Yeah, so this is really nice. So it's a fish croquette, right? Starten wir mit der cod croquette. Das kubanische Fischstäbchen. Yeah, and this one, so this is the pasta with guayaba and queso. So it's guayaba and cream cheese. It's super sweet. Guayaba and cheese, this is a Cuban favorite. Yeah, it's a little sweet though. Fruchtig und käsig. Der salzige Käse zusammen mit dieser Guava, das ist wie Käse und Marmelade zusammen zu essen. Ummantelt von schön gebackenem, weißem, eine Art Blätterteig. Genial. Mm. Yeah, it's a great, great mix, right? Good contrast. That's how I wake up, you know? Here in Miami, every single day it's Cuban time. So, die kubanische Empanada, Leute. Mm. Gefüllt mit Hackfleisch. Beef, brown beef. Ei. There's some spices in there as well. Sieht auf jeden Fall schon sehr juicy, saftig und lecker aus von innen. Oh yeah. Let's go. Let's go. A little bit of olive in here too. Acetone, as they say. It tastes like wie eine frittierte Bolognese. Like a bolognese inside, right? Fried. The good thing is that this empanada is stuffed. Sometimes you get only a little bit of meat and then it's too much, you know, dough. This one, it's like I'd say 80% meat, the rest of it's dough, right? So it's really filling. And good, perfectly distributed. Mm-hmm. It's not that you have like an empty space and a full space. It's like a
ist einfach in der Empanada perfekt verteilt und bei jedem Biss hast du auch gleich viel von Fleisch, gleich viel von Teig. Ich hasse das, wenn du so eine Teigtasche bekommst und du beißt rein und isst nur Luft. Und unten hast du dann die ganze Fleischmasse. Also sie war auf jeden Fall perfekt. Yeah, this is a lighter coffee. Boah, that looks nice and milky and sweet. And it's frothy on top, you know, it's like a little bit of bubbles, right? Super nice. Das ist wirklich, dieser Schaum geht in deinen Mund rein und der ist auch schön dickflüssig so. Er ist nicht so wässrig. Es ist richtig lecker. Wow. Es ist nur Guava. Mhm. Also hier drin, Teig ummantelt, pure Guava. Und das kann man hier einfach auf kubanische Art in Kaffee reindippen und genießen. Like in Napoli. Good. Like in Napoli. You say Napoli? Yeah. Yeah. Boah. Kaffee und Kuchen auf dem Next Level. Nice. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Kaffee getrunken, um nach Los Angeles zu rennen. Oh. You ready for a Cuban sandwich? We ready. Ready? We ready, yes. Let's go, let's go. All right, let's go to the bakery. Now we're gonna see how they make a Cuban sandwich. Let's see how big they make it. Also, wir bewegen uns jetzt von dem Café in das Restaurant. And so they have a few different dining areas like this. Wie gesagt, einfach wortwörtlich ein Schloss. So, du gehst einfach von dem einen in den nächsten Raum. Jetzt ist hier die Bäckerei auf einmal. Aber das war die richtige Bäckerei. Eine Bäckerei und ein Café. Das ist mehr die Bäckerei gewesen und hier ist mehr so die Patisserie. Jetzt haben wir die süßen Sachen, die Torten, die Kuchen. Alright, let's go in. Here we go. Vamos a uno grande. Wow. Uno grande. We're gonna do a big one, guys. Look, so right here we have the bread. This is the Cuban bread. Amazing. Also, Alter, was für ein Sandwich einfach. So lang und die sieht so schön weich und fluffig aus von außen. Und da liegt schon bereit die drei wichtigsten Zutaten des Cuban Sandwiches. Schweizer Käse, Ham, also Schinken und Roasted Pork. Ich weiß nicht, wie man bei uns sagen würde, aber es ist, glaube ich, so eine Art einfach kalter Schweinebraten mäßig. Und die drei Kombinationen werden jetzt zu einem Cuban Sandwich zusammengeführt. Okay, dieses meterlange Sandwich wird schön säuberlich in zwei geteilt, aufgeschnitten, aufgeklappt und mit einer dicken Ladung Butter auf einer Seite bestrichen. Und es geht auf jeden Fall los mit dem Roasted Pork, das einfach, allein diese eine Zutat wird schon Zentimeter dick auf das Sandwich gelegt, gefolgt von dem Schinken, gefolgt von dem Schweizer Käse. Und wenn ich eine Sache schon mal sagen kann, ist, dass hier auf jeden Fall nicht mit Zutaten gespart wird. So. Jedes dieser Zutaten wird mindestens einen kleinen Finger dick auf das Sandwich gelegt und es ist einfach gigantisch. This is my lunch. Easy work. Easy work. Gefolgt von Essiggurken und Senf. Und dann wird das ganze Teil zugeklappt. So, und nachdem dieses meterlange Sandwich geviertelt wurde, wird es nochmal aufgeklappt, sodass sich der Schinken zeigt. Und dann werden beide Hälften nochmal auf den Grill gelegt mit dem Schinken nach oben zugeklappt, damit der Schinken selbst auch nochmal getoastet und karamellisiert wird. Dann wird das Sandwich wieder zugeklappt, wieder nochmal von oben mit Butter bestrichen. Einfach, es kann nie genug Butter geben. Und nochmal von beiden Seiten, also diesmal von außen, von der Brotseite getoastet und vollendet. Ya lo que te queda es probarlo. Yeah, the only thing left is to eat it. Aquí tienes que probar. That's it, we're gonna eat it. Yeah. Okay. Gracias, gracias, amigo. Nada. Gracias. Carmen, gracias por todo. Gracias. A tu orden, hasta luego. Let's go see the big one. Okay. Where do you want to be at? Liebe Freunde, es ist soweit. Das kubanische Sandwich. The Cuban Sandwich. Einfach nochmal in die Hälfte geschnitten, zu zwei Dreiecken. So schön angebrutzelt, flach karamellisiert. Und der Käse schmilzt schon so leicht raus an der Seite. Du siehst die verschiedenen Schichten an den Seiten rausschauen. Und ich würde sagen, wir hauen einfach rein. I'm ready. Let's go. Oh, let's do it. The butter. Mm-hmm. Mustard. Mm. Amazing sandwich.
what I love is all the different textures, right? Between the bread, the mustard, the pickle, the cheese, the ham, and the roasted pork. I mean, what a combination. Textures, so many flavors. Und der Käse, einfach einmal komplett durchgelaufen durch dieses Sandwich und umschließt jede andere Zutat mit so einer Salzigkeit, die wiederum aufgefangen wird von diesen säuerlichen Pickles, die zwar nicht einen großen Teil einnehmen, aber einen sehr wichtigen, zusammen mit dem Senf, so das Ganze nochmal in eine andere Richtung lenken. Auch insgesamt, das Sandwich ist eigentlich, was die Zutaten betrifft, übersimpel. So, einfach Käse, Schinken und das Pork. Aber die Technik, und wie das Ganze zubereitet wurde, mit der Butter und dem Toasten und dem Zusammenpressen. Exactly, I think the best thing, or what makes this sandwich, is the presser, right? Because they press the sandwich together, you know, basically compresses it. And then she also caramelized the ham, so almost makes it like bacon, right? I mean, it's amazing, and you have more butter on top. I'm almost done. Und ich sag euch eine Sache. Ich bin nicht der größte Schinkenfan. Weder Bacon noch so ein Rohschinken. Ist einfach nicht mein Ding. Aber wenn es mir dann trotzdem schmeckt, es muss was heißen. Was das Ganze auch ausmacht, ist das, was ist Roasted Pork und den Schinken. Ohne das Roasted Pork wäre das zu hammy, zu schinkig. So. Und durch das Roasted Pork hast du noch so ein Fleischbiss. Also hast du ein bisschen mehr Textur. Und das macht das Ganze so interessant. So, du hast diesen bisschen intensiveren Flavor vom Schinken, aber aufgefangen durch was Sanfteres, aber dafür was ein bisschen fleischigeren Biss, wenn ihr versteht, was ich meine, von dem Roasted. Hey, the best Cuban sandwich in the world. Pamela. Ah, bueno. Das Gras ist grün. Bye, bye. Das Sky ist blau. Die Leute kommen einfach schon mit ihren Koffern an. Also wir haben jetzt mindestens 5, 6 Familien gesehen, die schon mit Koffern kommen und direkt vom Flughafen in dieses Restaurant gehen. Was geht ab? Thanks, man. Thanks a lot, bro. Really appreciate it. Hope we see us again soon. For sure. We'll do it, Vienna. Awesome. Yeah, of course. Yeah. Anytime. Yeah, we'll do the Schnitzel. Sachertorte, Apfelstrudel, all you want. Apfelstrudel, man. Apfelstrudel. Checkt auf jeden Fall auch Dave ab in der Infobox. Ich verlinke euch seinen Kanal. Also wenn ihr alles sehen wollt aus Miami oder irgendwelche Videos oder einfach wissen wollt, wo es gutes Essen in Miami gibt, checkt auf jeden Fall seinen Kanal ab. Gut gestärkt, Leute, gehen wir jetzt noch weiter nach Little Havana, wo man sehen kann, wie die Zigarren mit Hand gerollt werden. Und was soll ich euch sagen, Leute, ich habe noch nie in meinem Leben eine Zigarre geraucht. Aber wenn ich eine rauche, gibt es, glaube ich, keine coolere Gelegenheit, als es hier zu machen. Sieht noch mal ein bisschen mehr aus nach Little Havana jetzt. Ja? Absolut nicht mehr in Miami, oder? Wow. Alter, hier kann man einfach noch sehen, wie die Zigarren mit Hand gerollt werden. Gotta pay up a little bit, bro. Germany. Krass, das zu sehen, wie die einfach mit Hand gerollt werden. Und this is all tobacco leaves, right? It is 100% tobacco leaf. And she's doing about 100 cigars a day. She has 24 years experience. She's from Cuba originally. When she's done with filling this, which you can see right now, she makes it and fills it in. Also die Tabakblätter werden zusammengedrückt und dann wiederum mit einem Tabakblatt eingerollt. Alles besteht am Ende nur aus diesen Tabakblättern. Schon krass. Hier kann man auch sehen, wie die aufgehängt aussehen. Frisch, zu getrocknet, zu noch mehr getrocknet. Crazy, einfach eine Zigarrenfabrik. $14.28 und 5 Minuten später und wir haben unsere Zigarre. Und direkt wieder gegenüber, auf der anderen Straßenseite, finden wir eine Bar mit dem Namen Old Havana, wo es gute Drinks gibt, wo es gute Tapas gibt, so wieder so kleine Empanadas und andere kubanische Spezialitäten und wo wir auch diese Zigarre genießen können. Und das ist genau der Punkt, den ich auch einfangen möchte in Old Havana. Ei, Papi! Hi, do you have a place for two outside? Yes. Ja,
liebe Freunde, ich würde sagen, wir sind einfach mal kurz aus Miami durch eine kleine Tür, durch ein Portal nach Kuba gekommen. So einfach merkbar, auf einmal in einem anderen Land. Die Musik, die Stimmung, ich meine auch sehr touristisch, muss man sagen, so. Auch eine kleine Institution hier in Miami. Aber so auf den ersten Blick auf jeden Fall schon mal ein Erlebnis und auf jeden Fall ein Besuch wert. Thank you. You're welcome. Wow. Ich bin immer beeindruckt von Alkohol. Tostones rellenos. Einfach so kleine Täschchen gefüllt mit Hackfleisch. Getoppt mit Koriander. Und der Teig fühlt sich auf jeden Fall auch schon mal extrem weich an. Eine Olive obendrauf. So kleine Mini-Töpfchen sind das. Auch noch sehr heiß, muss ich sagen. Der ist so schön würzig. Das ist wie so eine Art Hackfleisch-Gulasch da oben drauf. So eine schön würzige, leicht tomatige Hackfleischmasse. Einfach aufgefangen von so einem Kartoffelteig-Schälchen. Schönes Teil. Kleine Torta. Wo haben wir Tortas gegessen? Mexiko. Mexiko, ja? Boah. Teig und Bolognese ist halt einfach Jackpot, oder? Boah, sind die geil. Die sind übertrieben gut. Die kommen ja gar nicht klar. Die Rumauswahl ist auf jeden Fall gigantisch, Leute. Guck mal, es gibt weißen Rum, es gibt from Bermuda. Okay, jetzt zeig das. Gosling von Bermuda. Fire. Thank you. If you like, you put it. If you don't like, don't put it. With drink in Cuban, with Coke. Ice and little Coke. Thank you. And Cuba Libre. Geile Gläser, oder? So fett und schwer, zwei Eiswürfel drin. Diese dünnen schwarzen Strohhalme, diese goldene Farbe. Macht schon was her. Cheers, Randy. Der riecht schon so vanillig. Ich bin kein Experte, aber es schmeckt auf jeden Fall sehr angenehm, überhaupt nicht scharf, leicht vanillig und fühlt sich auf jeden Fall nice an, so ein Glas in der Hand zu halten. Kommen wir zum Eingemachten, meine Damen und Herren. Die Zigarre. Nicht irgendeine Zigarre, sondern meine erste Zigarre. Wehe, irgendjemand von euch lacht mich aus. Ich habe mich natürlich vorbereitet und heute Morgen ein YouTube-Video gesehen, wie meine Zigarre richtig schneidet, anzündet und raucht. Dementsprechend haben wir von der netten Kellnerin auf jeden Fall einen Zigarrenschneider ausgeliehen. Und der Kollege in dem Video hat uns auf jeden Fall verraten, dass du einfach hier direkt über diese Linie hier schneiden möchtest. Ich hoffe, wir haben das gut gemacht. Dann kann man den überschüssigen Tabak abschütteln. Dann soll man die Zigarre auf jeden Fall kurz anfeuchten. Dass man später keinen Tabak im Mund hat, dass sich das Papier nicht löst von der Zigarre und man sie angenehm rauchen kann. Zigarrig. Die brennt auch schön ab, oder? Sieht schon nice aus, muss ich sagen. Du brauchst gar nichts weg, du bist dran. Ich kann nicht puffen. Ich weiß nicht, wie das geht. So nicht. Aber schmeckt angenehm. Ey, nach dieser kleinen Entspannungssession wartet noch das Finale auf uns. Auch was sehr Besonderes, auch was Lateinamerikanisches, nicht weit von hier. Aber wieder raus aus Little Havana. Mehr verrate ich noch nicht, seid gespannt. Jetzt kommt noch was extrem Leckeres. Guck mal, das ist einfach der Domino-Park. Hier finden sich einfach alle Kollegen und Kolleginnen zusammen, um einfach Domino zu spielen. Eine entspannte Wohngegend durch die Straßen von Miami bringt uns zu unserer letzten Station. Ein Restaurant mit dem Namen Budare Bistro. Und nicht irgendein Restaurant, nein, ein venezualisches Restaurant. Weil nicht nur Mexikaner oder Mexikanerinnen oder Kubaner und Kubanerinnen, auch das venezualische Volk mit ihren Speisen und Köstlichkeiten ist auf jeden Fall stark vertreten in Miami. Hat schon was so diese Parkplatz-Diners in den USA. Und auch hier, man sieht einfach eine riesige Fotowand von Gästen, die hier gegessen haben. Und ja, sieht cool aus so. Es hat so
eine eigene Kraft einfach. Die Leute sind hier glücklich. Die kommen zum Essen, trinken was und gehen weiter so. Und hinten geht's in die Küche. Hey. What's your name? Louis. Louis. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you guys. Und es gibt eine Speise, die ich schon probieren möchte, seit ich sie das erste Mal gesehen habe. Die sogenannte Cachapa. Das ist so ein venezolanischer Pfannkuchen, kann man sagen, gemacht aus Maismehl, den ich auch schon auf dem Grill sehe. Nice, beautiful, looks delicious. Thank you, man. Und auf die Cachapa kommt so ein fettes Stück halbrunder Käse, damit sie zusammengeklappt, verbringt noch so 2 bis 3 Minuten auf der Grillplatte, kommt runter. This one looks so delicious. So cheesy and... That's the best, bro. Yeah. Und dann kommt einfach nochmal Sour Cream drauf, die so ein bisschen als Kleber und Bindemittel sorgt für den Käse, der jetzt noch am Ende noch mal oben drauf kommt. And more cheese. And more cheese. Und die sieht so fett und schwer und käsig und teigig und fettig aus. Und das ist eine sogenannte Arepa. Wieder Maisteigbrot, gefüllt mit einfach frisch gebratenem Steak, wiederum getoppt von Soße und noch mehr von diesem weißen Käse. Yay, yay, yay. Thank you very much. Thank you, man. It was a pleasure. Enjoy it. Yeah. Enjoy. Gracias. Thank you. Meine Damen und Herren, willkommen im Käseparadies. Einfach Käse auf Käse auf Käse und diese Cachapa einfach, du weißt nicht, wo du, weißt gar nicht, wie du anfangen sollst. So dieser Maisteig, venezolanische Pfannkuchen, gefüllt mit diesem Käseblock, der so schön rausquillt, jetzt nachdem es erhitzt wurde und ein bisschen gestanden hat. Ei. Oh. Ihr wisst, was jetzt kommt. Käsig. Und die Textur ist auf jeden Fall extrem interessant, weil so eine Mischung aus geschmolzenem, aber trotzdem auch irgendwie fester Käse ist. Dieser venezolanische Pfannkuchen ist auf jeden Fall süß, also der Teig ist süß. Ich würde fast sagen, dass noch mehr Sour Cream drin sein könnte, weil es schon stark in eine Richtung geht. Es ist schon sehr intensiv, süß und sehr käsig. Wenn dann jetzt noch mehr Sour Cream wäre, das würde das Ganze noch so ein bisschen runterholen und auffrischen. Darf man das mit der Hand essen, oder? Natürlich. Okay, das ist bei Lukas immer erlaubt, mit der Hand zu essen, gell? Ja, was ist denn hier drauf? Wir haben hier einmal Steakfleisch. Richtig. Zwiebeln, Tomaten. Ich würde mal sagen, wir beißen rein. Schön warm, butterig. Boah. Das Brot ist auch wieder leicht süß. Das Steak, wenn man es hier anschaut. Ja, man sieht noch, leicht rosa, sehr, sehr geil gewürzt, also komplett durchdachtes Gericht wieder. Schmeckt übertrieben gut, muss ich ehrlich sagen, übertrieben gut. Eieiei, man weiß gar nicht, wo man reinbeißen soll. Ja. Was ist das für ein Schiff? Es wäre geil, wenn sie die Steakstückchen noch feiner schneiden würden, gell? Dass sie so schön da drin kleben, so schön zusammenhält. Boah! Dieses Fleisch. Das schmeckt so nach Korn, so nach Mexiko, gell? Ja, Mann. Boah. Dieses Fleisch und die Zwiebeln und die Tomaten ist das, was fehlt bei dieser Speise. Mhm. Und das gibt diesen Twist rein. Und es gibt dem Ganzen noch viel mehr Kraft und Komplexität. Also die Kombination aus diesem Käse, dieser knusprig angebackene Teig, der so einfach an Mexiko erinnert wegen dem Mais. Also das Steak ist auf jeden Fall der Gewinner heute. Ich habe mich zwar mehr auf die Cachapa gefreut, der hat mich so ein bisschen enttäuscht, weil sie schon fast zu süß ist und zu sehr in eine Richtung geht. Aber dieses Steak-Teil, wow, krass. Wie so ein Steak-Burger, oder? Schon sehr, sehr lecker. An der Stelle, meine Damen und Herren, geht auf jeden Fall ein ganz dicker Kuss raus nach Venezuela. Auch ein ganz dicker Kuss geht raus nach Kuba. Auch ein ganz dicker Kuss geht raus nach Mexiko und überhaupt nach Miami. Einfach ein Kulturcocktail, wie du ihn kaum woanders findest.
Und auch wenn du auf den ersten Blick so an Partys denkst, an den Strand, an Miami Beach und diese ganzen, ich sag mal, oberflächlichen Sachen, liegt dahinter schon sehr viel Kraft, sehr viel Kultur, sehr viel Liebe. Und die konnten wir heute auf jeden Fall spüren. Dementsprechend vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Sind stark vertreten auf jeden Fall in Miami. Überhaupt. Venezuela-Rinnen. Ach. Das letzte Mal, als wir zwei solche Drinks bekommen haben, ging die Sache nicht gut aus. Es gibt einfach ein Little Havana. So. Das wird jetzt ein schöner Abschluss werden, liebe Freunde.